Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Erstmal gesundes neues Jahr 2020 gewünscht. Den Jahreswechsel nehme ich mir zum Anlass, um ein fettes Apex Legends Jahresrückblicksvideo zu machen. Meine Fresse, langes Wort. Dieses Video ist für alle Nostalgiker, die eventuell schon seit Anfang an bei Apex Legends dabei sind oder für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, um das Spiel ein bisschen besser kennenzulernen. Ich möchte vom Anfang an, vom 4. Februar 2019 quasi, wo das Spiel rauskam, bis jetzt Anfang Januar 2020 chronologisch das Spiel so ein bisschen durchgehen. Was gab es für Events? Was war Inhalt jeder einzelnen Season? Welche Legenden kamen dazu? Welche neuen Waffen? Und so weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr von Anfang bis Ende dieses Video euch reinzieht. Ganz am Anfang möchte ich einfach so ein bisschen alle Legenden, die ihr anfangs wählen könnt, 6 an der Zahl und 2, die ihr noch freischalten könnt, vorstellen. Wem das vielleicht ein bisschen zu viel ist, dass ich die Legenden vorstelle, ich gehe nochmal die taktischen Fähigkeiten, ultimativen Fähigkeiten, aber wirklich im Schnelldurchlauf durch. Wem das zu viel ist, der spult jetzt einfach 2-3 Minuten vor. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informationsvideos, das ist nämlich mit das Wichtigste auf meinem Kanal, mit Apex Legends versorgt werden wollt, Livestreams, Tipps und Tricks, Videos und so weiter. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Es geht auf jeden Fall ein bisschen länger. Bleibt bis zum Schluss dran, es lohnt sich. Das war's von mir. Viel Spaß. Ich führe euch jetzt chronologisch vom 4. Februar bis Stand jetzt Anfang Januar 2020 durch das Spiel. Also nochmal, 4. Februar kam das Spiel raus. Durch Zufall bin ich überhaupt nur auf das Spiel aufmerksam geworden. 2 Tage nach Release. Steve, wenn du dieses Video siehst, ist ein Kumpel von mir. Der hat mich überhaupt erst auf dieses Video, auf dieses Spiel aufmerksam gemacht. Ansonsten hätte ich euch gar nicht so fleißig mit vielen Informations- und Update-Videos versorgen können. Ich erkläre natürlich jetzt nicht grundlegend, wie das Spiel funktioniert, das sollte klar sein. Wir legen jetzt einfach mal mit den ersten 3 von 6 Legenden, die ihr von Anfang an wählen könnt, die stelle ich euch jetzt kurz ein bisschen vor. Von links nach rechts Bangalore, Bloodhound und Gibraltar. Bangalore ist eine offensive Legende, die mit Rauch Gegner zusmoken kann. Ihr könnt euch selber zusmoken, um zu flüchten oder eben anzugreifen. Sie hat als ultimative Fähigkeit einen Raketenangriff, der aber eine Weile braucht, bis er einschlägt. Dafür ist der Radius immens groß. Dann haben wir in der Mitte Bloodhound. Ihr seht hier gerade den Rauch. Mit einem Scan oder seiner ultimativen Fähigkeit könnt ihr Gegner sichtbar machen. Das seht ihr in der Mitte des Videos. Das ist eine absolut geile Legende für Anfänger, kann ich euch auch sagen. Und rechts ist der Gibraltar, der auch einen Raketenangriff wie Bangalore hat. Der ist aber deutlich, deutlich stärker. Aber der Radius ist sehr, sehr klein. Und vor allem, wenn du diese Fähigkeit aktivierst, wenige Sekunden später schlägt dieser Raketenangriff auch ein. Die nächsten 3 Legenden sind eher passiver Natur. Oben Lifeline, unten links Wraith und rechts ist Pathfinder. Die Lifeline kann mit einer Drohne sich selbst und ihre Teamkameraden heilen. Auch Gegner können, wenn sie in diese Drohne reinkommen, geheilt werden. Als ultimative Fähigkeit ein Airdrop, wo eine Rüstung oder irgendwelche anderen kleineren Gegenstände drin sein können. Unten links Wraith, die kann sich unsichtbar machen für einen kurzen Moment, um Feinden zu entkommen oder ein Portal als ultimative Fähigkeit aufstellen. Zwischen 2 Distanzen oder zwischen 2 Punkten A und B könnt ihr dann reinlaufen und teleportiert euch quasi an einen anderen Punkt, können auch die Gegner benutzen. Und der Pathfinder mit einem Grappling Hook könnt ihr euch auf Dächer katapultieren oder euch ein bisschen vom Gegner weit weg katapultieren, um zu entkommen. Oder als ultimative Fähigkeit eine Zipline könnt ihr auch von A nach B aufstellen und über diese Zipline fahren, können auch die Gegner benutzen. Jetzt stelle ich euch noch 2 Legenden vor, die ihr nur freischalten könnt, wenn ihr das Spiel ausgiebig suchtet. Pro Levelaufstieg bekommt ihr 600 legendäre Token und ich glaube so zwischen 10 und 12.000 legendäre Token braucht ihr. Dann könnt ihr den Kaustik und den Mirage freischalten. Oben links Mirage, unten rechts Kaustik. Der Mirage kann als taktische Fähigkeit sich oder ein Hologramm von sich erzeugen, was dann ein paar Meter läuft und so den Gegner so ein bisschen verarschen. Als ultimative Fähigkeit kann er sich komplett unsichtbar machen, so könnt ihr den Gegner umlaufen, euch sichtbar machen, den Gegner wegrotzen. Absolut geile Legende. Unten rechts der Kaustik als ultimative Fähigkeit, seht ihr jetzt hier in dem Video, schmeißt er seine ultimative Fähigkeit, das ist Gas, das euch selber, wenn ihr Teammate von dem Kaustik seid, verlangsamt.
Der Gegner bekommt pro Sekunde Schaden. Die Rauchwolke ist relativ groß und als passive Fähigkeit, taktische Fähigkeit meine ich, hat er Gasfallen. Die könnt ihr alle paar Sekunden könnt ihr dann eine neue Gasfalle aufstellen. Ihr könnt damit auch Eingänge blockieren. Ist eine geile Sache. Ebenfalls tritt der Gas aus und ihr bekommt im Sekundentakt als Gegner davon Schaden und eure Teammates werden natürlich auch verlangsamt. Das Spiel ist kaum 2 Wochen alt. Da kam schon die allererste neue Waffe, die Havoc. Zeige ich euch auch gleich das Intro-Video dazu. Nebenbei möchte ich euch noch ein paar Besonderheiten vom Spiel erzählen, die die Community eigentlich sehr, sehr stört. Denn, Moment, ich aktiviere jetzt hier mal die Havoc. Nach wie vor noch immer einer der stärksten Waffen, wenn ihr sie mit dem Turbolader ausgerüstet habt. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ein paar Besonderheiten zum Spiel, die ich noch immer sehr, sehr ärgerlich finde. Apex ist, glaube ich, einer der wenigen oder sogar das einzige Battle Royale, das keinen Ausweichmodus hat. Zumindest was die Größe der Squads betrifft. Wir haben den normalen Modus, wo ihr 3 Leute im Squad seid und ihr müsst gegen 60 insgesamt, also sind 60 Leute insgesamt auf der Karte. Jeder wünscht sich einen festen Solo- oder Duo-Modus. Und bis jetzt ist es immer nur so, dass wenn es gerade mal alle paar Wochen oder Monate ein Event gibt, hat man vielleicht mal einen Duo-Modus, einen Solo-Modus oder irgendeine andere besondere Modifikation des Spiels. Das ärgert die meisten von uns, mich mit einbeschlossen. Deswegen hoffe ich, dass in 4 bis nicht mal 5 Wochen ist der erste Geburtstag von Apex Legends. Da hoffen wir alle, dass es endlich mal was Festes, Neues integriert im Spiel gibt. Das war es jetzt soweit von den Informationen und der Havoc. Am 19. März war es soweit, Season 1 von Apex Legends. Viele Neuerungen bis auf eine neue Legende und die Einführung des Battle Passes waren es eigentlich nicht. Der Battle Pass selber kam auch nicht so geil an, weil inhaltlich war der einfach nicht so geil. Hat sich aber von Season zu Season gesteigert. Dann gab es halt die neue Legende der Octane. Ich zeige euch hier mal den Trailer zu Octane. Octane ist eigentlich also bis jetzt von allen Seasons einer meiner favorisiertesten Legenden, die überhaupt neu dazu kamen. Passive Fähigkeit, er kann sich selbstständig heilen, ohne sich eine Spritze reinzuhauen. Aber nur, wenn er gerade nicht in Trouble ist. Taktische Fähigkeit, ihr haut durch eine Spritze rein. 6 Sekunden lang könnt ihr schneller rennen. Verliert dadurch 10% Energie, die ihr aber wieder reinholt, wenn ihr euch im Sekundentakt, glaube ich, relativ wenig Heilung zurückgibt. Und ihr seht hier jetzt gerade das Jump Pad. Das ist seine ultimative Fähigkeit. Ich starte jetzt mal den Trailer zu Season 1. Der Trailer ist auch richtig, richtig geil. Ich werde in allen Trailern, die ich euch hier so zeige, auf den Sound verzichten. Eine neue Waffe kam hier nicht dazu, auch wenn ab Season 2 irgendwann versprochen wurde, dass es in jeder Season eine neue Waffe gibt und eine neue Legende. Das war nur in Season 1 nicht so. Und wer vielleicht ein bisschen aufpasst, ihr seht in dem Trailer, das ist mir vorhin aufgefallen, genau jetzt eine Waffe, die erst in Season 2 dazu kam. Achtung! Seht ihr es da oben? Die Elster. Und oben hier in diesem Trailer seht ihr auch so ein paar Drachen. Das heißt, Respawn hat hier ein bisschen gepennt. Die haben hier 2 Sachen gezeigt, die erst in Season 2 kamen. A, die Drachen und B, die Elster. Die hat man von Anfang an Season 1 gar nicht bekommen. Da haben sie ein bisschen sich vermacht, würde ich sagen. Am 5. Juni war es dann endlich soweit, das allererste Event. Ich zeige euch natürlich auch hier den Trailer und zwar die legendäre Jagd, das allererste offizielle Event in Apex Legends. Meiner Meinung nach eigentlich nur ein Testversuch, weil das Event war wirklich nicht so der Reißer. Man konnte ein paar Skins freischalten. Es gab einen gesonderten Modus, der nicht so wirklich der Reißer war. Die Problematik war auch, dass das Spiel alles andere als stabil läuft. Ich sag nur Code Leaf. Den meisten Insidern von euch wird das sicherlich was sagen. Es gab einen gesonderten Modus, der sich also hieß legendäre Jagd. Der gesonderte Modus hieß die Elite-Warteschlange. Funktionierte folgendermaßen. Ihr startete eine Runde, musstet in die Top 5 kommen und sobald du in die Top 5 gekommen bist, konntest du die Elite-Warteschlange starten und bist jeweils immer nur mit Leuten in ein Match gekommen, die auch nur die Top 5 erreicht haben. Und das ging immer so weiter, bis du irgendwann verloren hast, beziehungsweise nicht in die Top 5 gekommen bist. Leider war wirklich das Problem, dass du oft entweder alleine gestartet bist, zu zweit oder bist aus dem Spiel geflogen, Code lief halt. Dann gab es noch ein paar nicht so schlechte Skins, ein Doppel-XP-Wochenende, Herausforderungen, ihr seht hier so ein paar Skins, die man freischalten konnte aus eigener Kraft und leider, und da hat sich Respawn bzw. EA von der schlechten Seite erstmals gezeigt, und zwar 2 Skins, die man zu Anfang von diesem Event bekommen konnte, aber nur
wenn ihr Inhaber des Battle Passes seid. Da geht es nämlich schon los. Hier 301 Skin, der sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Von Wraith noch ein Skin. Aber Problematik hier auch dahinter ist einfach der Punkt, die Season 1 war fast vorbei. Und viele Leute hatten einfach keinen Bock auf den Battle Pass. Und so musstest du trotzdem den Battle Pass kaufen, wenn du unbedingt diese beiden Skins haben wolltest. Das fand ich mega frech. Dann gab es noch ein paar andere Skins aus den Stores, die man kaufen konnte. Auch hier 7 Euro pro Pack. Es gab einen mega Shitstorm gegen EA und Respawn. Und dann hieß es eigentlich, ja, wir hören auf die Community und wir schauen, dass wir alles besser machen und so weiter. Stand heute, ein Dreivierteljahr später, oder beziehungsweise ein Jahr später, aber ein Dreivierteljahr später nach dem ersten Event, kosten alle Packs in den Events exclusive noch immer 7 Euro. Ich finde das sehr, sehr geldgeil. Ich finde es eine Frechheit. Ich meine, es ist kein Muss, aber es ist trotzdem, auch wenn es ein kostenloses Spiel ist, finanziert sich das sicherlich über die Packs. Aber Leute, 7 Euro pro Pack. Und ihr wisst selber, wenn eine neue Season startet, oder beziehungsweise wenn ihr einmal ein Pack-Opening von 100 Packs macht, ihr wisst selber, was das an Geld kostet, was Respawn da an Geld reinholt oder EA, das ist immens und das ist mit einem Spiel von 60 Euro überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Okay, ich will es nicht weiter schlecht reden, jetzt geht's mit Season 2 los. Am 2. Juli war es soweit, die zweite lang erwartete Season startete inhaltlich meiner Meinung nach wirklich eine richtig, richtig geile Season. Ich zeige euch jetzt mal den Trailer, das ist ein Comic-Trailer, nicht In-Game-Trailer, auf den verzichte ich hier mal. Wie startet die Season? Absoluter Hammer, eine mysteriöse Legende namens Krypto hackt den Repulsor Tower. Der Repulsor Tower wird zerstört und sorgt für mega Chaos auf dem Kings Canyon. Der Kings Canyon wird komplett, oder was heißt komplett, aber zum größten Teil zerstört, sieht völlig anders aus. Die Leviathane, diese riesen Monster und Drachen befinden sich aktuell nun im Kings Canyon. Hier seht ihr die Szene, im Hintergrund ist der Tower, der gehackt wird. Hier Krypto. Krypto bis dahin relativ unbekannt, taucht hier das erste Mal auf. Was gibt es sonst noch Neues zu erzählen? Es gab einen neuen Battle Pass, der inhaltlich deutlich besser war als der von Season 1. Eine neue Legende namens Watson, die ihr in dem Trailer jetzt auch gleich noch sehen könnt. Eine neue Waffe namens Elster. Das ist eine goldene Airdrop-Waffe, die man relativ selten, hier seht ihr sie in Action, die relativ selten nur zu finden ist. Die Elster, eigentlich eine geile Waffe, dachte man zumindest anfangs. Aber als so ein paar Wochen vergingen, hat man gemerkt, so mega geil ist die Waffe nicht. Denn das Problem ist, es gibt zwar keine Waffe, die im Nahkampf so heftig ist wie diese Waffe, aber leider nur im extremen Nahkampf, weil sie einen Überhitzungsschutz hat und nach ein paar Munitionsschüben überhitzt. Da kommt Watson das erste Mal. Watson zeige ich euch gleich noch den Extra-Trailer, bevor ich näher auf Watson eingehe. Auf jeden Fall ist die Season meiner Meinung nach sehr gelungen. Und was ist auch noch besonders, hier kam erstmalig der Ranked-Modus ins Spiel. Ein Ranked-Modus von Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Predator, das sind die 6 Stufen, die ihr haben könnt in Apex, und hier messt ihr euch dann tatsächlich wirklich mit dem Besten der Besten und könnt in verschiedenen Stufen, die ihr erreicht, eine Saison später bestimmte Sachen freischalten, wie zum Beispiel, wenn ihr Predator oder Diamond seid, einen Schweif. Hier seht ihr übrigens die Drachen, die nach der Zerstörung des Repulsor Towers auf die Karte kommen. Und hier alles zerstören, hier im Comic-Style. Hier seht ihr die Leviathane, die quer über den Kings Canyon heizen. Also alle Leute, die das Video gerade sehen und Season 1 und 2 nicht gezockt haben. Es gab vorher noch eine andere Map, der Kings Canyon, der komplett zerstört wurde. Ein absolut geiles Season ohne Scheiß. So, jetzt zeige ich euch gleich noch. Moment. Okay, hier haben wir noch Watson, den Extra-Trailer, den ich euch zeigen möchte. Watson, eine absolut interessante Legende. Hier seht ihr, wie sie ihre erste Fähigkeit, die Zäune, aufstellt. Das sind Elektrozäune, mit denen ihr bestimmte Bereiche absperren könnt. Und wenn da Gegner durchlaufen, werden sie geschockt. Ihr könnt sie zu einem einfachen Ziel machen, sie wegrotzen. Als ultimative Fähigkeit hat sie einen Mast, den sie aufstellen kann. Und in einem Umkreis von ein paar Metern können dort keine Granaten, keine Airstrikes reinfliegen, die euch schaden können. Und die Besonderheit, dieser Mast heilt euer Schild vom gesamten Team. Natürlich auch Gegner, wenn sie sich drinnen befinden würden. Und eine weitere besondere Fähigkeit, wenn sie einen ultimativen Beschleuniger sich reinhaut, ist ihre ultimative
kreative Fähigkeit sofort zu 100% gefüllt. So, oben links zeige ich euch jetzt noch den Trailer zur Elster. Wie gesagt, die Elster ist an sich eigentlich eine wirklich geile Waffe. Aber wirklich nur, wenn ihr im extremen Nahkampf seid. Das ist eigentlich das, was die Waffe so meiner Meinung nach unspielbar macht. Wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, relativ im Endgame und die Zone schon relativ klein ist und ihr findet die Waffe, dann lohnt es sich definitiv, diese Waffe mitzunehmen. Ansonsten ist die Waffe mega unbrauchbar, weil die auf mittlere und naja, knappe kurze Distanzen absolut krasse Streuung hat und naja, ich weiß gar nicht mal, wie viel Schuss waren. Es gibt extra Videos, die ich darüber gemacht habe. Genau habe ich es jetzt leider nicht im Kopf. Aber du haust, glaube ich, etwas über ein halbes Magazin raus. Danach musst du kurz stoppen, ansonsten überhitzt sie. Dann musst du nachladen. Und das ist die Problematik an dieser Waffe. Ansonsten ist die Waffe mega geiler Sound, extrem basslastig. Vom Sound her einer der geilsten Waffen. Das gibt es soweit alles von Season 2 zu sagen. Jetzt gehe ich noch auf ein einzelnes Event von Season 2 ein. Und dann sind wir eigentlich schon bei Season 3 angelangt. Als nächstes Event, es kommen übrigens noch zwei Events, ich habe mich gerade versprochen, es kommen noch zwei Events in Season 2, bevor Season 3 startet. Als nächstes Event war das Eisenkronen-Sammel-Event. Einer der heiß begehrtesten Events bis dato überhaupt, denn die Besonderheit hier ist der Trailer dazu. Genau, ihr seht, der Platon ist ganz allein. Endlich kam mal ein Solo-Modus. Viele wünschen sich von Anfang an, es gibt, das habe ich am Anfang schon bei der Anmoderation erzählt, oder etwas später, es gibt viele Battle Royals, die schon Ausweichmodis mit einem Duo- oder einem Vierfach-Modus, also Squad-Modus haben. Sogar Call of Duty Black Ops 4 hatte in dem Battle Royale drei verschiedene Größen an Squads. Apex hält nach wie vor daran fest, gesonderte Modis, Duo- oder Solo-Modus nur in Events zu bringen. Auch hier hoffe ich nach wie vor noch immer, dass ab Season 4 quasi im 4. Februar wahrscheinlich endlich mal ein neuer Modus kommt. Ihr seht jetzt hier, sorry, jetzt verquatsche ich mich hier mittendrin ein bisschen, die erste offizielle Einzel-Map-Änderung, also eines kleinen Bereiches, nicht die gesamte Map, sondern ein kleiner Bereich hier, Octane's Ring of Fire, das ist eine spezielle oder ein spezieller Ort, der etwas geändert wurde, der speziell nur sich um Octane handelt. Ein relativ kleiner Bereich, bei dem ich oder in dem ich sehr, sehr gerne gelandet bin. Der Solo-Modus war, wie gesagt, sehr, sehr beliebt. Ihr habt ja kurz noch den Bloodhound gesehen mit seinem Erbstück, einer Axt. Also wie gesagt, einer der beliebtesten, ich mache den Trailer mal wieder weg, einer der beliebtesten Events überhaupt. Was gab es dazu eigentlich groß zu sagen? Ja, es gab ein paar Skins, die habt ihr hier im Spiel gesehen. Nicht alle Skins waren jetzt der absolute Hammer. Es gab die Map-Änderung der Ring of Fire, was ich gerade gesagt habe. Der Solo-Modus, wie gesagt, war auch leider nur zwei Wochen, war sehr, sehr beliebt. Der Solo-Modus kam dann in Season 3 wieder. Dazu aber später mehr. Kommen wir jetzt zum zweiten Event oder zum letzten Event, das dritte Event in Season 2, wenn ich mich nicht irre, kurz vor Ende von Season 2. Und zwar war das das Voidwalker Event, was sich speziell um Wraith handelt. Und hier ist die Besonderheit, dass man erstmalig fette Hintergrundinformationen einer Legende bekam. Es gab eine geheime Stelle in einem, da gibt es auch eine Map-Änderung, und zwar ein Labor, wo man eine versteckte Sprachmemo von Wraith findet. Und da konnte man so das erste Mal ein bisschen hinter die Kulissen einer Legende schauen. Moment, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall, das Event war auch sehr, sehr geil. Eine Stelle mitten auf der Map, wo ein fettes Portal, was ihr gerade gesehen habt, ist, wo man von Anfang an, wenn man aus dem Jumpship sprang, reinspringen konnte. Und dann wurde man in dieses Labor rein teleportiert. Eine absolut geile Geschichte. Und was war auch noch besonders, mitten im Event gab es ein Easter Egg. Und zwar an der Stelle, wo sich diese Sprachmemo, genau hier in dem Video rechts, ist so ein geheimer Raum, wo der Laptop war, gab es einen Punkt, wo man dann Krypto, der eigentlich den Repulsor Tower, was ich vorhin erzählt habe, gehackt habe, wo er das erste Mal ganz kurz als Easter Egg auftaucht. Ihr musstet quasi diesen geheimen Raum finden und sobald ihr in diesen Raum reingegangen seid, habt ihr kurz in einem Fenster Krypto gesehen mit seiner Drohne, der dann weggerannt ist. Absolut geile Sache. Dann gab es hier Armed in Danger, ein spezieller Modus, in dem ihr nur mit Shotguns und Snipern spielen konntet. War jetzt nicht so mein Modus, ich habe den sehr, sehr wenig gezockt. Aber im Allgemeinen alleine für dieses Event, für diesen Modus, um hinter die Kulissen von Wraith so ein bisschen zu sehen, hat sich
dieses Event mega, mega gelohnt. Ach so, übrigens, wen das vielleicht so ein bisschen interessiert, man munkelt noch immer, dass Ende von Season 3 eventuell nochmal ein Event startet oder eine Möglichkeit es gibt, diese ganzen Event-Skins oder spezielle Event-Skins, wahrscheinlich nicht alle, dass man die eventuell nochmal bekommen kann. Ob das tatsächlich stimmt, weiß ich leider nicht. Am 1. Oktober war es soweit, Season 3 startete, das bis dato größte Update, was es im Spiel überhaupt gab. Ich zeige euch, ich blende euch jetzt mal beide Trailer, einmal den Comic-Trailer und einmal den Gameplay-Trailer. Ansonsten wird es doch ein bisschen lang. Die beiden Trailer sind der absolute Hammer. Was gibt es besonders zu sagen? Ja, das ist die erste Season, die 4 statt 3 Monate geben, wenn ich mich jetzt nicht absolut vermacht habe. Es gibt die neue Map und zwar ist das die Map Meltdown, löst den Kings Canyon ab. Der Kings Canyon ist bis jetzt nicht optional als zweite Map anwählbar, außer bei einem gesonderten Event, wo ich aber gleich noch mehr drüber rede. Dann kam die neue Legende Krypto dazu. Da zeige ich euch auch gleich noch den Trailer, was der alles drauf hat. Der neue, also Season 2 habe ich gar nicht drüber gesprochen. Battle Pass war natürlich ein Stück weit besser. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich das nicht erzählt. In Season 3 ist der Battle Pass noch um einiges besser geworden. Mehr Zeug, mehr legendäre Sachen, die man freischalten konnte. Dann ist die neue Waffe die Charge Rifle. Hier mache ich kein Video mit rein. In dem Gameplay sieht man mehrere Stellen, wo die Charge Rifle zu sehen ist. Die Charge Rifle kam neu dazu, die mega Diskussionsstoff ins Spiel gebracht hat. Denn die Charge Rifle wurde zweimal genervt, bis sie endlich halbwegs erträglich war, wenn man sie vor den Latz bekommen hat. Weil die Charge Rifle, das ist eine Sniper, die eigentlich mehr oder minder so gut wie keinen Rückstoß hat. Erst dann, wenn sie schießt, kommt ein Rückstoß. Bis dahin hat man den Gegner aber schon lange getroffen. Du konntest innerhalb von wenigen Sekunden auf zig hundert Metern Entfernung die Leute runterrotzen. Das war nicht mehr feierlich. Jetzt, wo sie genervt wurde, zweimal ist sie erträglich, wird nicht mehr ganz so häufig gespielt, was mega, mega geil ist. Und eine weitere Besonderheit, der Ranked-Modus, der in Season 2 erstmalig reinkam, wurde in Season 3 nochmal komplett überarbeitet, zumindest was das Punktesystem betrifft. Man konnte jetzt ein bisschen schneller aufsteigen, aber ich weiß gar nicht, ob es schon in Season 2 war, aber in Season 3 Riesendiskussionsthema nach wie vor bis Ende Season 3 Skill-Based Matchmaking, wem das nicht sagt. Du bekommst in normalen Lobbys Gegner zugewiesen, die normalerweise ungefähr dein Level haben sollten. Gefühlt landest du aber immer bei Leuten, die deutlich krasser sind als du. Normalerweise ist eigentlich der Rank-Modus dafür gedacht, um gegen die krassesten Spieler, sage ich mal, weltweit zu spielen. Aktuell gibt es ein mega Problem mit Skill-Based Matchmaking, wer das noch nicht so genau mitbekommen hat. Jeder, der Public spielt, möchte ein bisschen entspannte Runden spielen. Das ist zurzeit mega, mega Diskussionsthema. Seit Season 3, ich glaube Ende Season 2 war es auch schon ein bisschen, aber noch nicht ganz so heftig. Viele haben sich das zum Grund genommen, einen, wie nennt man das, Smurf-Account, also einen komplett neuen Account zu erstellen und so gegen die absoluten Anfänger zu zocken. Ich habe es einmal getestet, macht's lieber nicht. Es macht zwar kurz mal Spaß, aber ihr ärgert die Leute nur. Das macht absolut keinen Sinn. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, ich zeige euch jetzt mal Krypto. Hier haben wir den Trailer von Krypto, auch eine mega, mega interessante Legende. Bevor Krypto überhaupt ins Spiel so richtig kam, vermutete man ja, dass es eigentlich eine böse Legende ist, aber im Gegenteil, man bekommt noch ein paar Hintergrundinformationen. Es gibt noch einen Comic-Trailer, den mache ich jetzt hier nicht mit rein, damit das Video nicht noch länger wird, als es eh schon ist. Man bekommt aber mit, dass der eigentlich nur gute Absichten hatte. Krypto, ein Hacker, seine taktische Fähigkeit ist eine Drohne. Mit der Drohne könnt ihr einige hundert Meter weit fliegen, könnt Gegner ausspähen, sie, wie ihr hier im Video gerade seht, markieren durch Wände. Eure Teammates sehen diese Markierung der Gegner dann auch und können so leicht die Gegner wegholen. Und als ultimative Fähigkeit habt ihr ein EMP in dieser Drohne, womit ihr, waren es 50%, ich glaube es waren 50% Schaden an gegnerischen Schilden verursachen könnt. Also der Krypto ist wirklich wahrlich einer der geilsten Legenden, die bis jetzt neu ins Spiel gekommen sind. Ja, das ist eigentlich alles, was ich jetzt zu Krypto zu sagen habe. Und jetzt würde ich einfach mal über das allererste Event reden, nachdem der Trailer vorbei ist, natürlich. Am 15. Oktober war es soweit das allererste Event von Season 3, das Halloween-Event, Fight or Fright genannt, mit dem Schattenfall-Modus.
Der Schattenfall-Modus brachte erstmalig den Kings Canyon und den Solo-Modus in Kombination zurück. Ich blende euch hier mal den Trailer ein. Das Besondere bei dem Kings Canyon war, er war bei Nacht. Dieses Event hat richtig viel Bock gemacht. Das Halloween-Event brachte richtig viele geile Skins im Halloween-Design. Seht ihr jetzt gleich im Hintergrund auf jeden Fall. Was gibt es noch über dieses Event zu sagen? Ja, wie genau lief es ab? 35 Leute solo insgesamt auf der Map. Die Besonderheit oder wie lief es ab? Ihr musstet in die Top 10 kommen, also ihr musstet als 10 Legenden überleben. Dann erschien ein Evakuierungsschiff, das ihr erreichen musstet. Wenn ihr das erreicht habt, habt ihr die Runde gewonnen. Schwierigkeit dabei war, sobald ihr einmal draufgegangen seid, respawnt ihr immer und immer wieder, bis die Runde vorbei ist. Hier im Hintergrund übrigens Revenant vor dem Mond, der Ausrichter des Events, der Erschaffer von Pathfinder und die voraussichtlich nächste Legende in Season 4. Mal nebenbei bemerkt, den sieht man nachher auch nochmal. Der Schattenfall-Modus war so, dass du als Zombie, wenn du gestorben bist und hast es nicht in die Top 10 geschafft, wurdest du sofort als Zombie gerespawnt. Besonderheit dabei war, das seht ihr jetzt auch hier im Hintergrund, wie ihr gerade vom Himmel fällt, als Zombie sieht ultra geil aus. Besonderheit, ihr konntet keine Waffen benutzen, konntet aber deutlich schneller rennen. 2 Schläge maximal auf den Gegner und der Gegner war tot. Ihr konntet weiter und höher springen. Dieser Modus hat absolut Bock gemacht. War auch übrigens das erste Event, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, was dann tatsächlich 3 statt 2 Wochen ging. Auch das Weihnachtsevent, was jetzt aktuell noch läuft, wenn ihr das Video aktuell seht, läuft auch 3 Wochen. Hier seht ihr das Evakuierungsschiff im Hintergrund. Wenn ihr das erreicht habt, ohne einmal drauf zu gehen, habt ihr die Runde gewonnen. Das war bis dato auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsevent, was mega, mega Bock gemacht hat. Ansonsten gibt es zu dem Halloween-Event eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Bevor ich gleich über das aktuelle Event rede, was jetzt noch läuft, gab es vorher ein mega Update, was die Levelgrenze von sage und schreibe 100 auf 500 anhob. Das war eine richtig geile Neuerung. Es kamen über 30 neue Glücksbringer dazu. Und man konnte von Level 100 oder kann von Level 100, ich glaube es war bis 300 aller 2 Levelstufen immer jeweils ein Apex Pack freischalten, was auch eine geile Sache ist. Viel mehr kam mit diesem riesen Update eigentlich gar nicht dazu. Jetzt rede ich über das Weihnachtsevent, das Winter Express oder der Winter Express Modus. Blende euch natürlich auch hier wieder den Trailer ein. Das ist bis jetzt mein absolutes Lieblingsevent, denn folgendermaßen lief das ab. Ihr seht ja gerade das Schiff von Mirage, übrigens Mirage im Mittelpunkt dieses Events. Das ist ein Schiff, wo ihr drauf landen könnt. Dann könnt ihr so eine, ich sag mal, so ein Neujahrsfeuerwerk könnt ihr hier aktivieren mit ein paar Easter Eggs. Sieht richtig, richtig geil aus. Mittelpunkt dieses Events ist aber das Train-Event. Wie genau funktioniert das Train-Event? Die meisten von euch wissen es sicherlich, weil es gerade aktuell ist. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Ihr startet mit 2 gegnerischen Squads, a 3 Leuten. Es gibt verschiedene Stationen und Ziel ist es, 3-mal den Zug einzunehmen, indem ihr auf dem Zug seid und die Gegner platt macht oder einfach als letztes überlebt, dann bekommt ihr einen Punkt, schafft ihr das 3-mal, habt ihr eine Runde gewonnen. Besonderheit hierbei ist, die Runden gehen sehr schnell, sind sehr actionlastig, und vor allem, man findet kein Loot. Es gibt täglich einen Wechsel des Waffenloadouts, das bedeutet, jeden Tag hat eine andere Legende andere Waffen dabei. Es sind zwar im Endeffekt immer dieselben Waffen, aber einfach nur auf eine andere Legende verteilt. Dieser Modus macht mega Spaß, du musst nicht ewig suchen, bist in Dauer-Action. Jeder, der so ein bisschen trainieren will, für den ist dieses Event der absolute Hammer gewesen. Ich aktuell suchte dieses Event immer noch extrem. Bevor ich das Video jetzt gleich beende, das war es nämlich mit meinem Jahresrückblick. Eine Eigenwerbung für meinen Zweitkanal, den ich schon eine Weile habe, aber noch nicht gepflegt habe. Ich möchte diesen Zweitkanal jetzt ein bisschen zum Leben erwecken, denn auf diesem Zweitkanal möchte ich in Zukunft meine Best-ofs, die Chris, ein Kumpel von mir, immer mal für mich schneidet, und meine Best-Plays, die ich ab und zu mal mir aus meinen Livestreams ziehe, hochladen. Warum mache ich das Ganze? Kurze Erklärung, wen es interessiert, würde ich mich freuen. Hört es euch einfach mal an. Meine Best-ofs werden natürlich leider nicht mal ansatzweise so gut geklickt, wie es die Info-Videos von Apex Legends tun. Ich habe teilweise Videos, die haben 2.000, 3.000 Aufrufe, meine Best Plays gerade mal 2, 3, 4, 500 maximal. Im Hintergrund läuft ein Algorithmus von YouTube als Erklärung, und wenn YouTube im Hintergrund merkt, auch das wird nur 200, 300 Mal geklickt, dann wird das Folgevideo, was vielleicht ein richtiger Kracher an Informationen sein könnte, nicht ganz so gut gerankt. Das wird weniger der breiten Masse vorgeschlagen. Deswegen möchte ich die beiden Sachen jetzt so ein bisschen trennen, damit da ein bisschen Ordnung herrscht. Also,
Wer sich für meine Best Plays, Best Ofs und so weiter interessiert, abonniert meinen Zweitkanal, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Also schaut da gerne mal rein. Das wäre eine richtig, richtig feine Sache. Ansonsten lasst einen Daumen diesem Video da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informationen zu Tipps und Tricks, Videos und natürlich Livestreams von Apex Legends auf meinem Hauptkanal verpassen wollt. Ansonsten alles andere auf meinem Zweitkanal. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.